Die Hinrunde ist gespielt und Kroll-Ecks Plan mit Kaiserslautern scheint aufzugehen. Stetige Entwicklung, kein Stillstand, lautet die Marschroute. Diese bestätigt er auch mit der Herbstmeisterschaft sowie dem gefahrlosen Weiterkommen in der Euroleague-Gruppe. Aber noch nicht alles läuft rund. Wir fragten Pfälzer-Legende Mario Basler, welchen Einflussgrad der Trainer auf die jüngsten Erfolge hat. Naja, ein Trainer hat ja immer einen großen Einfluss. Ne? Ich meine, er muss einen Haufen da zusammenhalten und man muss gucken, dass es in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft funktioniert. Und das hat er großartig gemacht, wie bei all seinen Stationen. Bleiben wir beim Stichwort Haufen. Zu einem Haufen entwickelte sich Keke Top in der aktuellen Saison. Aus unerklärlichen Gründen baute dieser extrem ab. Alle waren ratlos, allen voran Trainer Kroll-Ek. Doch dieser kommt jetzt, mit leider schon zu erwartenden News zum Thema Top. Es war für uns alle unerklärlich, wie er nach so einer Entwicklung so abbauen konnte. Er war einer der aufstrebenden Stars der Bundesliga und von heute auf morgen ging gar nichts mehr. Wir konnten uns das alle nicht erklären und dann kam das böse Erwachen. Keke ist der Erfolg leider abseits des Platzes zu Kopf gestiegen und ihm brannten die Synapsen im Schädel durch. Er schloss sich in der Zeit einer bekannten Mofa-Gang an und zechte bis 5 Uhr morgens mit diesen um die Häuser. Dabei klauten sie Gänseblümchen und kackten sogar einer Reporterin in den Vorgarten. Hey, Moment mal. Genau das passierte mir vor ein paar Wochen. Mäuschen, beruhig dich, ich rede doch gerade. Keke hat sich mittlerweile geändert und ist in einer Findungsphase. Aktuell will er lieber Bademeister werden, das war schon immer sein Traum, teilte er uns mit. Und da ich als Trainer die Spieler versuche immer zu unterstützen, verleihen wir ihn für die Rückrunde zum FC Hansa Rostock, damit er nah an der Ostsee ist und dort schauen kann, ob er den Traum des Profifußballers aufgibt, um in sie zu stechen. Experten sind sich aber bereits einig, dass Keke Top kein Spiel mehr für Lautern machen wird, auch nach der Leihe. Da muss schon fast ein Wunder passieren. Ein Ex-Trainer allerdings ist on fire und schießt scharf gegen Kroll-Ek und Lautern zwecks des Umganges mit Keke Top. Die Idee selber, die mag möglicherweise richtig sein, aber der Zeitpunkt ist für mich die einzige Katastrophe. Und ganz klar und konkret ist es so, es ist eine einzige Katastrophe, dieser Zeitpunkt und Stilo niveaulos, diesen Spielern so gegenüber aufzutreten. Ja. Peter Neururer platzte gehörig der Kragen im Live-Fernsehen. Die Verantwortlichen von Lautern bezogen dazu aber keine Stellung. Vielleicht auch, weil man mit Elmaraui, oder wie der heißt, einen absoluten Underdog geholt hat, der groß aufspielt auf der Exposition von Keke Top. Kroll-Ek investierte im Sommer mit Rudi Völler viel in die zweite Mannschaft, was nun direkt schon Früchte tragen sollte. Nach der langen Verletzung kurz vor der Winterpause von Abwehrchef Van Heutzen bediente man sich erneut prompt in der zweiten Mannschaft und verzichtete bewusst auf einen Transfer. Ich habe mit Rudi gesprochen und wir waren uns einig. Die Jungs dort schaffen das. Davon ab haben wir sie genau für solche möglichen Szenarien verpflichtet. Welcher der Verteidiger hochkommt, werden wir sehen. Aber wir werden keinen neuen Verteidiger verpflichten, das steht fest. Punkt Ende aus. Auch auf den Rest der Mannschaft bezogen kann ich Ihnen hier mitteilen, dass nicht geplant ist, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, was die erste Mannschaft angeht. Wir haben die nötige Qualität, um in den Wettbewerben eine gute Rolle zu spielen. Jedoch kann ich Ihnen sagen, dass wir für die zweite Mannschaft 3 bis 4 neue Leute holen werden, um dort weiter den Konkurrenzkampf oben zu halten und die Jungs sich dort weiter pushen. Sie sollen immer das Gefühl haben, dass alles möglich ist, denn das ist unsere Philosophie beim ersten FC Kaiserslautern. Mittlerweile lieben den Trainer auch die Lauterer Fans. Nach anfänglicher Skepsis ist nun jedoch jeder froh, ihn am Betzenberg zu haben. Und auch Christoph Daum traf sich mit Kulttrainer Kroll-Ek bereits, da dieser sehr angetan vom jungen Trainer zu sein scheint. Gab es dieses persönliche Treffen? Das gab es nicht. Es gab aber ein sehr persönliches, langes, ausführliches Telefonat. Zeitpunkt müsste ich jetzt im Kalender nachschauen, Dinge nachvollziehen. Ich sehe natürlich auch immer wieder durch meine ganzen Gespräche, durch meine ganzen Fortbildungssachen, die ich unternehme, oder auch, ich bin sehr engagiert in der Trainerausbildung unterwegs, was aber auch in Ordnung ist. Ich freue mich darüber, dass die jungen Spieler jetzt, die jungen Trainer jetzt diese Chance bekommen, denn ich bin auch als sehr junger Trainer in so eine Position reingekommen und habe die Chance bekommen. Und von daher, wie gesagt, haben auch diese jungen Trainer alle meine Unterstützer. Es wird extrem spannend werden, wo die Reise mit Lautern und Kroll-Ek noch hingehen wird. Für sie wird es jetzt auch spannend, denn sie können jetzt 2 Tickets für die große Jubiläumsfeier am Betzenberg gewinnen.
Es wird dick aufgetischt. Riesenbuffet, 24 Feuerspucker, Trapezkünstler, Live-Musik, 8 Elefanten sowie Riesenabschlussfeuerwerk. Und sie können mit dabei sein. Anlass wäre übrigens das 10. Karrieretor von Darwin Nunez in stabilen 4 Jahren bei Lautern. Das kann man schon mal feiern. Alles, was Sie tun müssen, ist folgende Frage zu beantworten. Bei welchem Verein ist Rudi Völler Geschäftsführer? Rudi, hast einen Tipp für die Leute? Es ist nicht Bayer Leverkusen. Also ballern Sie die Kommentare voll mit Ihrem Tipp. 9 Tore in knapp 4 Jahren, Junge, wie scheiße kann man eigentlich sein? Ich habe das Verlangen, mich vollbekleidet wippend unter eine kalte Dusche zu setzen, wenn mir nicht eben aufgefallen wäre, dass ich nicht derjenige bin, der diesen Blindfisch verpflichtet hat. Hahaha. Und nun bleibt mir nur noch an die Gewinner zu sagen. Viel Spaß auf der Feier im Jahre 2048. Steht irgendwie keine Begründung, warum Keketop auf einmal so schlecht geworden ist. Chris, weil es niemand weiß. Weil niemand weiß, warum. Scheint ein Spielbug zu sein. Muss ein Bug sein. Aber den können wir halt gar nicht mehr gebrauchen. Also der wird weg sein vom Fenster. Absolut weg. Guck dir das an, das macht keinen Sinn, ne? Macht einfach keinen Sinn. Keketop war bei 38 Millionen, glaube ich, oder Chat? Letztes Jahr der beste Mann und auch zum Start auch. Der war ja voll da. In jedem Spiel einen Scorer mitgenommen, ne? Auch egal wo. Aber so ist das, ne? Musst du auch mal reagieren, dann machst du halt nichts. Ja, alles. Spieler des Monats geworden und keine Ahnung was. Der hat richtig, also Gesamtpunkt hat der richtig viel verloren. Ich weiß gar nicht, sieht man das nicht hier sogar? Nee, leider nicht. Oder? Nee, Vergleich mit. Normalerweise hätten wir hier so ein Dings gucken können. Spielerentwicklung. Spielerentwicklung hätte man gucken können. Aber jetzt halt nicht, weil er verliehen ist, ne? Da gibt ja auch in Real Life Leute, die abschmähen, insofern irgendwie realistisch. Ja, mal ausnahmsweise einen Bug, der trotzdem, den man sich schönreden kann. Einfach, ne? Bisschen in die Breite gezogen, dann können wir hier noch ein bisschen dribbeln. Lovric, Superentwicklung, ja. Guckt euch den mal an. Auf Freistöße 96, Elfmeter 90, ist echt gut. Richtig guter Standardmann, den wir drin haben. Dribbling muss er jetzt noch ein bisschen reinkriegen. Aber der war wirklich, wirklich ein sehr, sehr stabiler Einkauf. Dings war ja verletzt, Van Heutzen. 9 Wochen noch. Ich werde aber keinen IV kaufen, weil wir einfach in der zweiten Mannschaft den rumrennen haben. Und da gehe ich mit dem rein. Dass der Kauf hier auch vor ein paar Jahren Sinn macht, ne? Der ist jetzt schon unser stärkster IV gerade. Davon mal ab. Ulrich Mark bei 150? 144. Aber dafür ist es echt dünne, ne? Für so einen Marktwert ist das hier echt nicht Knülle. Ich meine, hier ist krass, aber das hier ist ein Witz. Weil wir haben immer, wenn wir einen Ausfall haben, jemanden aus der zweiten, den wir da reinpacken können. Ich habe den geholt. 4,5 Sterne. Von Wolfsburg, glaube ich, ne? Ja, von Wolfsburg für 5,5 Millionen. Der wird sich, denke ich, gut entwickeln. Wir haben den Egner geholt von 1860, meine ich. Von 1860 für 2,7 Millionen. Ich glaube, an irgendwen sind wir noch dran. Oder haben wir den hier geholt? Den haben wir noch geholt. Michael Pecher. Halten die Klasse in der Liga? Ja klar, Junge. Meister werden die. Zweite Mannschaft ist komplett im Flow. Beckham Scorer, 15 Vorlagen, 5 Tore. Beckham Freistöße 78. Aber das war das Beste, was wir machen konnten. Wir ziehen ihn zur Winterpause hoch, beten, dass der den vierten kriegt. Und damit können wir arbeiten. 4 volle Sterne wäre schon echt eine Ansage. Aber dann sieht der Kader hier auch echt gut aus. Wir haben immer Leute, die wir hochziehen können. Wenn sich mal links noch jemand verletzt, können wir Rote hochziehen. Rechtsverteidiger haben wir den Liebel noch, ne? Ja, auch 4 volle Hütten. Also den Durm-Abgang kriegen wir easy hin. Und Hector auch eigentlich. Und offensiv sind wir auch gut aufgestellt. Ich habe noch jemanden gekauft, der war vereinslos. Jack Penn. Der hat keinen Verein gehabt, der Bruder. Und jetzt achtet mal bitte auf den Marktwert.
Ich hätte nicht gedacht, dass wir den bekommen, ne? Aber er wollte einfach zu uns wechseln. Ich habe nichts bezahlt für den. Doch, 2, nee, das ist die Leihe. Ich habe nichts bezahlt. Die haben 2,3 Leihmillionen bezahlt. Leihmillionen, perfekt. 2,3 Millionen Leih haben die bezahlt, Alkmaar. Wir können aber mal eben Bilder gucken, dass wir das auch haben. So, das ist inzwischen... Den haben wir mit 75 tatsächlich auch geholt. Aber Marktwert ist halt krass. Für zweite Mannschaft 21 Millionen und wir haben eine 25 Millionen Kaufoption. Ist halt echt gut. Und sollte der vielleicht noch einen Stern dazu kriegen? Konstanz kannst du nicht trainieren. Das kriegen die einfach durch gute Leistung und so, ne? Gebe ihn nicht ab. Gebe ich nicht ab. Wir brauchen den, Jungs. Wir brauchen den. Und wir alle erinnern uns, der war besser drauf als der Ulrich. Dann hat er sich halt verletzt, aber das können wir nicht machen. Wir haben keinen ZM im Kader. Und der aus der zweiten, der ist noch nicht so weit. Und wir spielen international noch, dürfen wir nicht vergessen, ne? Können wir nicht machen. Und mit dem Geld kriegen wir halt wirklich eh nichts. So, erste Spiele, könnt gerne Wette machen. Sieg oder Niederlage. Gegen den VfL Wolfsburg. Wolfsburg 10. Schießen kaum Tore, 19 Tore nur. Thüram, guck mal, mit den Einstellungen läuft der besser. Und die Abwehr auch. Bruder. Defense. Guckt euch den Sturm an. 1-1. Die Bastau direkt mit 2. Bootmann hängt ein bisschen in der Klötze da hinten. Ich nehme den auch raus. Nunes, hol den 10. Saisontreffer, damit zwei Glückliche auf die Party da können. Hol den 10. Saisontreffer! Chat, er macht's einfach, ne? Braut Brunes, die schießen wir ab. Die haben wir beim... Ja, Semi. Aber die haben im Hinspiel, meine ich, auch schon gut über den Acker gezogen, ne? Ramsey, Tor und Eigentor, perfekt. Zwei Hütten, beide eine Vorlage. Boah. Sturm läuft gut. Ey, und Thüram kommt jetzt auch. Thüram wird jetzt auch in der Rückrunde safe netzen. Muss. Und der hat ja erst, der hat ja gar nicht die komplette Hinrunde gespielt. Kundenzentrum. Was können wir denn jetzt noch nehmen, ey? Ich baue mir eine Statue, Jungs. Wobei, eine Statue baue ich erst, wenn wir Meister sind. Bei zu hoher Belastung kann es sein, dass die Verletzung wieder aufbricht. Okay, dann schauen wir ihn erstmal noch. Das hast du bei Thuram geändert. Einfach nur die gleichen Einstellungen, wie die hängende Spitze bei uns auch hat. Wir haben einfach die Einstellungen dupliziert. Stürmereinstellung ist nichts drauf. 60, 40, 60, 20 die Einstellung, Kuvi. Und sonst nichts drauf. Ich verkaufe den nicht. Was raffen die denn da nicht? Thüram, der läuft doch jetzt. Thüram. Heal mit Gelb, das hätte er sich auch schenken können. Ist in Ordnung. Sind wir auch gerade maximal euphorisiert, ne? Thunderbolt, genau, die dritte Erstligasaison ist es jetzt. Erste wären wir fast abgestiegen. Zweite haben wir knapp international verpasst, aber den DFB-Pokal geholt. Somit sind wir diese Saison Euroleague und jetzt gerade Erster. Jugendspieler sieht stabil aus. Also sieht in Ordnung aus. Rose 4,6. Gechter 2, den haben wir jetzt erst verliehen. 48 Millionen, perfekt. 46 Millionen. 1 Million. 35, den haben wir ja auch noch. Den Uwe. Unter Marktwert. Eine Frechheit, mir so ein Angebot zu machen. Frechheit ist das. Ey, das läuft gerade einfach alles, ne? Rebiger. Gib alles im Training. Lass wir mal starten wieder. Wird da wahrscheinlich so die letzte Saison sein, nah an der ersten Elf für ihn. Und da kann er auf jeden Fall noch ein paar Spiele machen. Die Stärke hat er alle Male. Wann kommt denn hier mal Marktwerte an Anpassung? Ende des Monats, glaube ich immer, ne? Die bleiben alle bei uns. Thüram, komm, mach ihn. El Masawi, oder er? Komm, Nunes, eine Halbzeit, Mann, Tor. Mann, schönes Tor jetzt. Oder macht gar nichts. Auch gut. Nunes! Knoten geplatzt bei dem Bruder im vierten Jahr. 2 Punkte Vorsprung. Ey, wenn das so weitergeht, werden wir Meister, ne? Bayern ist ja komplett abgeschlagen. Wobei, bei Bayern hat da nichts zu heißen. 9 Punkte, wir alle kennen es. Gerade die Dortmunder.
Nunes Masterclass. Ey, ich sage ganz ehrlich, das war ein absolut stabiler Transfer. Nach 4 Jahren, der braucht halt einfach. Der ist wie ein Wein, der muss wachsen und gedeihen. Aber der Typ hier, der ist absolut der andere Planet, ne? Meister wären wir. Meister. Ach, jetzt reicht's mir aber mit dem. Der bleibt hier, bums aus. Nee, für, nein, 97 Millionen. Er bleibt hier. Guck mal, der hat schon wieder eine 77. Wer ist das denn hier? Ja, lehnt Angebot ab. Perfekt. Die klauen uns gerade alle Talente, ne? Was soll denn der Mist? Probier's mal wieder so. Vielleicht kriegt er so ein paar Minuten. 15 Minuten könnten wir dem geben. Wenn's gut läuft halt, ne? Ich habe Nunes in den 4 Jahren noch nicht ein einziges Mal auf einer 77er Stärke gesehen, ne? Noch nie. Lifestyle-Ikone. Nunes zweiter Frühling. Nunes erster Frühling. Der hat noch nie einen Frühling gehabt bei uns hier im Spiel. Frühlingslos ist der. Frühlingsrolle. Auch mal dreckig über den Standard kommen. Nunes, was ist da los? Debast! Thielmann, zack, Thüram, bum, bum, bum! Da steht er mal eben 5-0. Thielmann rein. Bumm. Und Weber kriegt ein paar Minuten in der Hoffnung, dass er sich nicht verletzt. Mach noch einen und es kommt. Psst. Vier wieder. Bei denen darfst du dich auch nicht zu früh freuen, ne? Da denkst du, jetzt hat er es gepackt und danach war es das. Rebiger mit einer 1. Also gerade weiß ich nicht, was oder wer uns stoppen soll. Dafür läuft das Team gerade einfach zu krass. Und als Stürmer auf Platz 2 hier drin sein, ist halt auch eine Leistung. Badji 3 Tore, der hat auch eine 78. Der kriegt auch nochmal schön einen Stärkepunkt. Guter Transfer. Oh, jetzt kommt unser Angstgegner. Borussia Mönchengladbach. Boah, Durm eine 83. Was feiern die denn hier gerade? Nun ist hängende Spitze, glaube ich auch. Da haben wir den ja auch extra für antrainiert, ne? Chat, ihr könnt eine Wette machen fürs Gladbach-Spiel. Sieg, Niederlage, Unentschieden. Weil dann gehe ich nämlich einmal pinkeln. Sieg, Niederlage und, oder ob Draxler trifft. Wir machen, ob Draxler trifft. Besser. Trifft Draxler gegen uns. Draxler trifft so safe. Ich glaube, in 3 Erstligasaison gab es erst ein Spiel, wo der nicht gegen uns getroffen hat. Ein einziges Spiel hat er nicht gegen uns getroffen und das war das Hinspiel. Aber 29% nur auf Ja, weil wir gerade einen Lauf haben. Ne? Wir sind gerade echt nicht so kacke unterwegs. Und ich mache mal die Pulle zu, weil ich kenne mein Glück. Ich schmeiße sie gleich wieder um. Aber das ist schon Wahnsinn. Alles blau euphorisiert. Robert 86. Schwächere Saison von ihm, ne? Wenn du dir vergleichst, was er hier gezaubert hat. Das ist die Saison echt ein bisschen dünner. Aber dafür ist Lovric halt gleich ein anderer wieder aus, ne? Oder er hier. Perfekt. Haben wir eine Tretertruppe aufgestellt. Lovric, Tür ab! Trag, ja. Ich distanziere mich von meiner Tretertruppe. Das ist alles unglücklich passiert gewesen. Ich unterstelle meinen Jungs keine Absicht. Das sind einfach die Gegenspieler, die trainieren falsch. In Gladbach wird falsch trainiert. Deswegen verletzen die sich alle. Meine Spieler nehme ich der Anschuldigung da komplett raus. Ist nicht normal, ne? Der Typ ist ein absolutes Phänomen gegen uns. Der trifft immer. Er trifft immer. Aber ey, Angelo Öztürk, die beiden Einwechslungen auch nochmal getroffen. Von daher, chillig für die Wette. Aber haben nur 20% oder so auf ein Draxler-Tor gewettet, ne? Hat der eigentlich nicht. Der trifft immer gegen uns. Der hat 2 Saisontore, die sind beide gegen uns. Etienne Green? Wo kommt der denn her? Saint-Étienne. Ey, aber die Einwechslung, alles stark. Selbst nun ist auch. Gute Note. Robert, Mannschaft des Jahres. Rebiger auch schon wieder drin.
Einfach mit 40er 100k gewonnen. Ich hätte aber auch auf Draxler Tor getippt, sage ich euch so. Ist der in Real Life bei Manchester United im Gespräch, Chat? Ich habe da irgendwann bei Tone gesehen. Aber lange gedauert, bis der wechselt, ne? Und Pavard nach Leipzig. Und Real Madrid. Na gut, aber Einsatzzeiten in Manchester United wahrscheinlich ein bisschen höher, ne? Wie jetzt bei Real Madrid. Chat, jetzt wo ich gerade Man City sehe, wie stark war bitte das Debüt von Ortega? What the fuck? Wer ist Ederson, frage ich mich da. Ich sage, mir würde nicht wundern, wenn auf einmal Ortega bei Man City im Tor spielt, ne? Spielaufbau um Welten besser. Um Welten besser. Als so ein Ederson, ne? Ortega hat gespielt, ja. Ortega hatte gespielt. Und Bruder, die Spieleröffnung von dem... Ich kann mich, glaube ich, an keinen Ball erinnern, der nicht ankam, ne? Und das waren nicht einfach nur so zwei Meter Pässe. Das war mal ein Spieler austanzen und dann einen langen Ball auf der Außen. Spiel verschieben. Super stark. Super stark. So eine richtige, wo man meint, der muss nervös sein, ne? Weil es ja einfach ein großer Verein ist nun mal. Auch vom Bielefeld, Bielefeld City, ne? Ist ja nun mal ein Unterschied. Aber mit so einer Selbstverständlichkeit, wo der da im Tor stand, das war schon beeindruckend. Fast so beeindruckend wie die aktuelle Verfassung von einem Nunes. Komm, Junge. Hast du dir verdient. Hast du dir auch mal verdient, mal von Anfang an zu starten. Ødegaard nach Inter, den haben wir nicht gekriegt, ne? Ødegaard haben wir nicht gekriegt. Hat er Prestige ausgereicht. Geht nach Inter Mailand. Bakayoko von AC nach Paris. Nunes im Tor raus. Nee, aber der bringt gerade gute Leistung. Also, ihr wisst, ich bin einer der Ersten, die den fronten eigentlich. Ricardo Pepi. Boah. Bruder. Ich bin ja auch Nunes-Hater. In dem Spiel hier, nicht in Real Life. Aber gerade muss ich ja auch anerkennen, der macht gerade gute Leistung. Kundenzentrum. Was können wir denn noch machen? Bürogebäude. Finanzfitness. Was bringt uns denn Finanzen? Kondition ist Blödsinn. Fitnessparcours. Gehen wieder nur wegen Trainingszentrum. Das braucht noch 28 Tage. Wir brauchen mal einen Flaggenmast. Effekt hat er keinen, aber sieht schön aus. Flaggenmast brauchen wir. Ein paar Fähnchen aufhängen. Tyram 4 Tage. Wir haben gerade Pause, ne? 8 Tage. Ja, von wegen Pause. DFB-Pokal gegen Leipzig. Nein! Tyram müsste wieder fit sein. Ulrich nicht. Dann nochmal gegen Leipzig. Gegen Leipzig haben wir verloren in der Hinrunde, ne? Auch gefühlt sang- und klanglos, ohne Gegenwehr. Können beim FIFA-Manager die Spiele auch Rating verlieren, wenn die schlecht spielen? Also nicht so wie bei... Die können durch viele Faktoren Stärke verlieren. Die können auch unter anderem Stärke verlieren, wie wir das jetzt hatten mit Keke Top. Keke Top war einer der Bundesliga-Stürmer. Also zudem haben wir den geformt. Keke Top hatte einen Marktwert von, ich meine, 38 Millionen. Keke Top jetzt ist so. Das ist jetzt Keke Top. Und es gibt Auf- und Abwertungsrunden nach Halbserien. Winterpause gibt es eine kleine Auf- und Abwertungsrunde, wo alle Spieler einmal gecheckt werden. Was haben die für Leistung gemacht? Und Saisonende gibt es nochmal eine. Und die ist entscheidend. Und da hat Keke Top zum Beispiel bei uns bekommen, Rummel, also der war unser bester Stürmer, aber das Spiel hat gesagt, Rummel um seine Person nervt, weil er so der Mann in der Offensive war und das hat ihn genervt und damit hat er minus 2 gekriegt, ne? Obwohl er gute Leistung hat. Das ist immer, man braucht ein bisschen Glück auch, ne? Ganz klar. Also, dass du hier einen durchlaufen hast, ist eigentlich nicht so. Oder... Kann immer mal sein, dass die verlieren. Vor allen Dingen, wenn die nicht spielen, ne? Wenn die keine Spielpraxis bekommen, gehen die auch nach unten. Die müssen spielen. Straßenbahn ist fertig. Somit Stadion Ole. Metzenberg. Ausbauen. So bist du immer gezwungen zu reagieren und was Neues zur neuen Saison zu machen und so. So bleibt der frische Wind irgendwie, finde ich, immer drin. Ja, Rebiger, ich weiß nicht, ob das so clever ist, dich hier durchpölen zu lassen, aber wir müssen es probieren.
Ich muss das jetzt einfach probieren mit dir. Der hat gerade gelb, weil Angebot von Barcelona abgelehnt worden ist. So, was hat der an Marktwert? 27 Millionen. Ja, guck mal. Unser teuerster IV. Und den haben wir hochgezogen in den zweiten, ne? Von Anderlecht ablösefrei geholt damals. Für 3,6 haben wir den geholt. Was für ablösefrei. Für 3,6 geholt. Zweite Mannschaft gepackt. Gut entwickelt. Zack, hochgezogen. Richtig stark im Spielaufbau auch, ne? Kurzpass 93. Übel gut. Ballkontrolle. Tempo kann er noch ein bisschen zulegen. Und Manndeckung halt. Das nehme ich immer raus. Guck mal, und defensiv auch, ne? Defensiv könnte er auch. Ich nehme das aber jetzt mal raus, das reicht. Weil da haben wir ja einen Jugendspieler. Und Paul noch. Dann soll er lieber Dings trainieren. Manndeckung, habe ich gesagt, ne? Macht eine Wette, kommen wir weiter oder nicht? Gegen Leipzig. Leipzig haben wir in der Hinrunde verloren. Ohne Gegenwehr. Keine Chance gehabt gegen Leipzig. Letztes Jahr im Pokal haben wir die geschlagen. Angelo für... Lass sie mir noch gefallen, ja. Lass sie mir noch gefallen. Können wir machen. Lovric eine Pause gönnen. Wenn Not am Mann ist, bringen wir die Standardstärke in der zweiten Halbzeit. Nee, Jerome, wir lassen die englische Spitze immer auf Sturmtank. Egal, wer da ist. Die laufen alle gut so. Eine Halbzeit gebe ich dem. Ist halt auch gut, wenn wir mit solchen Leuten von der Bank reagieren können, ne? Jetzt bin ich schon wieder gezwungen, drei Wechsel zu machen, die ich nicht machen will. Ich kann Botmann da, ich muss den drin lassen. Ich muss einen Standardmann reinhauen. Angelo war überhaupt gar nichts. Müssen wir hoffen, dass wir einen Freistoß kriegen oder so. Alle Kacknoten. Gegen Leipzig, weiß ich nicht, was das ist. Paul, Junge! Nein! Das war's. Ah, Mann, ey! Scheiße! Leipzig diese Saison unser Endgegner. Beide Spiele verloren gegen die. Scheiße! Beide Spiele gegen Leipzig verloren. Jetzt müssen wir die in der Liga wenigstens knacken. Wir spielen übernächsten Spieltag, glaube ich, wieder gegen Leipzig. Kacke! Flaggenmast. Ich glaube, weil der zweite Flaggenmast nicht fertig war. Sonst hätten wir gewonnen. Nochmal Flaggenmast. Ich glaube, Euroleague. Wurde Euroleague schon ausgewählt? Nee, ne? Kommt noch. Euroleague-Gegner kommt noch. Auslosung steht noch vor der Tür. Ey, Jungs, die sind letzter. Was macht ihr denn da? Mitnehmen. Nehmen wir mit. Bartra eine 2 nochmal geholt und nun ist eine 4. Ja. Aber wir holen uns den Platz zurück. Dortmund 1-0 gegen Schalke. 2 Punkte vor. 3 Punkte Vorsprung haben wir. Tordifferenz gehört uns ganz klar uns. Boah, Bremen, Stuttgart, Hoffenheim. Sag mal, bis Mainz, maybe bis Schalke, ne? Und wenn du ganz Panne denkst, bis Hamburg. Wobei bis Hamburg 8 Punkte. Da muss schon was passieren, ne? Derby gegen Mainz. Derby time. Oh, so. Angelo. 62 Punkte. Der hört gerade ein bisschen auf mit Tore schießen, ne? Der klebt keine Ahnung, wie lange jetzt schon hier. Ich glaube, der hat 4 Spiele nicht getroffen. Oder 5. Volland nach Dortmund. Lol. Hat sich da einer verletzt? Torriecher 88? Ah, ne, Ende der Saison. Okay. So, wir haben Flaggenmaste jetzt hier am Start. Ist gut. Plakat war an dem Ordner mit. Mehr Einnahmen, jawohl. Ach du Scheiße. Barcelona, FC Porto, PSG, Real Sociedad, Tottenham, Chelsea, Atalanta. Wir werden safe Atalanta kriegen. Wir werden safe Atalanta kriegen. Eindhoven. Bayern, Chelsea, schon mal nice.
Das ist auch nice. Ja, und der Rest wird vermeintlich mit der Stärkste weiterkommen. Man hätte so PSG gegen Barcelona oder so haben müssen, aber das geht ja nicht, ne? Ist machbar eigentlich. Für Geld ist keiner drin, Teamhierarchie. Führungsspieler Ulrich, lull. Okay. Keine Ahnung. Alle Spiele gegen Leipzig verloren diese Saison. Oder die haben Hass, weil wir die rausgehauen haben letztes Jahr im Pokal. Schon sind wir nur noch Zweiter. Belasto, ey. Ist halt nicht geil vor dem Spiel jetzt. Da so eine Reise zu kriegen. Alles wieder weg. Ach, scheiße. Der ist auch gesperrt! 1-0 Brøndby, 4-0 gegen Trabzon. Gegen die waren bei Chelsea in der Gruppe. Ja, da sind wir souveräner durchgelaufen, ne? Hat am Ende aber nichts zu heißen. Na hopp. Hopp, hopp, hopp. Lovric wichtig. Junge! Wichtig. Kein Gegentor kassiert. Nice. Was war denn hier? Wo war das Topspiel hier? Paris nur 2-1. Unentschieden. Mason Mount. Kann man den nicht anklicken? Ja, mal interessieren, wie gut der ist, ey. Trainingszentrum ist ready. Somit könnten wir Trainingsplätze jetzt machen, oder? Top ist verliehen. Angelo Erfahrungsstufe. Sensationally. Kieferprellung, 2 Tage. Ja gut, damit können wir noch arbeiten. Dann lassen wir trotzdem erstmal Dings starten. Angelo. Charisteas. Das weiß ich gar nicht, cool. Ich glaube, die ist hier noch nicht gepatcht. Braut Brunes! Wichtig. Ich glaube, ich lasse aber laufen, oder? Weil, warte mal, ich nehme die Form bei ihm mit. Und dann lasse ich laufen. Braut Brunes, schöner Wagen. Und IV nehmen wir die Form auch mit von Botmann. Für das Pokalspiel. Nunes! Sehr schön. Pflichtsieg. Nunes mit einer 1, Jungs. Macht Foto, rahmt euch das ein. Wieder Erster. Dortmund unentschieden gegen Bielefeld. Shit. Tja, Bayern, was ist das für eine Saison, was ihr da spielt? Wisst ihr selber, ne? Ist nicht so geil. Verteidigung sieht übel gut aus gerade, ne? Von den Stärken her. Na klar. Mann, ey. Nunes!
Zwei Tage. Eine Runde weiter. Chelsea, Barcelona, Bayern raus. Boah. Gefühlt nur noch Klopper drin, ne? Gib mir Real Sociedad oder St. Petersburg. Ja! Los, Glück! Auch mal haben! Hier nehmen sich wieder zwei Brecher raus. Porto macht einen Überraschungssieg gegen Barcelona. Und Petersburg gewinnt irgendwie gegen Tottenham. Und dann zack, holen wir uns die Euroleague. Weiß gar nicht, wie der Kader aussieht von Sociedad. Jetzt gegen der Bayern, ne? Unentschieden können wir mitnehmen. Bayern einfach Fünfter. Einfach Fünfter sind die. Bruder, da ist der richtige Meisterschaftsfight da oben. Ey, aber Champions League, Jungs? Champions League haben wir safe, glaube ich. Champions League sollten wir safe haben. Da muss jetzt schon einiges passieren. Wenn wir so weiterspielen wie bisher, easy Champions League. Ja, wenn wir nicht einbrechen, hundertprozentig. Ulrich bis 2,30. Plus ein Jahr Option noch. Ich dachte, wir haben schon wieder einen Verletzten. Braut Brunes. Jawohl, Junge. Mal den Budgie da vorne bringen. Mal gucken, wie er sich macht in der ersten Elf, ne? Safe, war das ein Freistoß. Hundertprozentig war das ein Freistoß. 2-1. Gegen die von unten tun wir uns schwer, ne? Tordifferenz ist auch geschrumpft. Wir haben gerade 5 Stück gemacht, ne? Timali, der ist schon Stürmer. Aber seine Main-Position ist halt links außen. Hofmann, Erfahrungsstufe? Auch stabil? Dann ist der ZM aus dem zweiten, ne? Grippe. Nein, nein, nicht alle infizieren jetzt. König von Twitch machen wir immer mal wieder. Aber wir haben oft Verletzte und dann haben wir keine Spieler im Team, weißt du? Die kann ich dann lieber für uns nutzen. Und wir nehmen halt die Auf- und Abwertung mit bei uns. Was halt auch nochmal nicht so unverkehrt ist, ne? Wir haben schon 3 Leistungsträger aus der zweiten der letzten Saison verliehen für eine komplette Saison. Wir picken uns immer so 2-3 Leute raus. Nunes! Gegen die Salmonellen hat er 2 Tore gemacht. Wir dürfen jetzt kein Kurzringsager mehr machen. Das war jetzt the last chance. Stadion sind wir auf 60.000 oder knapp 61.000, ne? Ich will aber nächste Saison richtig viel Cash haben, wenn wir richtig kranke Möglichkeiten haben. Magen-Darm infiziert, jetzt geht die Seuche rum bei uns, ey. Ach, zum Glück nur noch einer. Schalke muss es sich her. Thielmann? Ist auf jeden Fall wesentlich eine bessere Rückrunde als die Hinrunde. Kacke, Alter. Immer zum ungünstigsten Zeitpunkt. Die passt. Remse. Guter Einwechsel. 1-2. Meet name. Tom Kraus mit Vorlage. Wieder Erster. Dortmund unentschieden gegen Hoffenheim. Boah, die fighten da unten, ne? Guck dir das mal an, was da abgeht. Schalke auf jeden Fall raus. Bayern Euroleague. Was wäre das denn? Bayern Euroleague? Paul einfach 11-mal drin. 4 Tage zum Glück nur. Gegen wen spielen wir jetzt? Sociedad. Ligaspiel verlegen. Ja, können wir doch machen. Ist Thuram wieder fit bis dahin? 80 Freistöße. Jawohl. Wellness wieder ausgebaut. Ich habe dann auch zu spät gecheckt. Zu spät gecheckt wieder. Aber merkt ihr, du baust Wellness aus, direkt kriegst du Verletzungswelle. Aber zum Glück nicht mehr so lange. Absolut beschissener Start. Absolut beschissener Start. Oh, Junge, ich flippe hier gleich aus, ehrlich. Da haben wir schon alle Wechsel weg. Super. Ich werde kein Wellness. Wellness ist mit auf der Liste, was ich nicht mehr ausbauen werde. Ich werde es nicht mehr ausbauen. Meine Fresse, Alter. Alle gerade. Meine Herren, ey. Ja, Paul auch noch hinterher. Ein Tag. Alle verletzen sich gerade, Chili. Wir haben 8 Verletzte, weil ich das scheiß Wellness Center wieder ausgebaut habe, ich Idiot, ey. Ist jedes Mal gefühlt das gleiche. Medizinische Abteilung, Trainingsplätze und Wellness Center. Immer Verletzte direkt.
auch mal ein Eigentor mitnehmen. Von Fernando Meira. Ulrich. Lovric, schön. Thuram eine 4, nicht schön. Van Holtz haben wir gute Note gehabt, ne? Wichtig gewesen. 3-0 mitnehmen. Nun ist 4 Öztürk 3, Rebiger 2, 5, Bobmann 3. Aber uns geht so ein bisschen die Tordifferenz flöten, ne? Dortmund 4-0, haben wieder minus 1 gemacht. Bayern Euroleague, ich sag euch das. Die haben verloren gegen Stuttgart. Ja, Scorer bei Ulrich nichts irgendwie. Ab und zu macht er mal ein Tor. Boah, jetzt müssen wir das bestätigen. Kommen wir weiter oder fliegen wir raus? Könnt ihr eine Wette machen? Also doch, jetzt beide zweiten EV. Wieso beide aus der zweiten? Der ist aus der zweiten. Weil sich Dings verletzt hat, 12 Wochen. Deswegen haben wir den hochgezogen. Hier ist nur einer aus der zweiten. Van Holzen war der, der sich 12 Wochen verletzt hat. Oh, wichtig! Wichtig, Robert, Junge! Ich glaube, wir dürfen keinen kassieren. Dann sind wir am Arsch. Wenn ich in so einem Spiel war, dann... Dann gar nicht, aber wir sind weiter. 3, 5, 2, 3. Aber wir sind weiter. Ah, jetzt kommt Dings aus Loso, ne? Jetzt müssen wir hier rüber gucken. Chelsea. Mann! Chelsea, come on! Halbfinale, ne? Gegen Dortmund. Ohne Spaß, Durm immer gelb, ne? Wenn der spielt, der hat immer eine gelbe Karte. Komm, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Nunes! Nunes! Wer schießt uns zur Meisterschaft? Wer? Was ist das denn für eine Story? Was ist das denn für eine Story? 4 Jahre pimmelt der nur rum. Und dann macht er das gegen Dortmund. Nunes, Nunes, Nunes. Und ich hab den nie abgegeben, nie. Ich hab den immer behalten. Egal wie kacke der war, ich hab den immer behalten. Für dieses eine Spiel gerade. Das ist ja verrückt, ne, ehrlich. Das ist absolut verrückt. Das ist Wahnsinn, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Kannst du dir echt nicht ausdenken. Jetzt gegen Chelsea. Der schießt uns zur Meisterschaft und zur Euroleague. Nein, wieso denn Entzündung, Junge? Oh, perfekt. Plus 6, entspannt. Entspannt. Beruhigt euch. Okay. Kommt der echt nochmal zurück? Der hat genetzt da, ne? Ich würde auch sagen, wir ziehen den. Der war zwar oft verletzt, aber zur Not verkaufen wir den nächste Saison. Plus 4. Der Uwe, 5 Wochen, 37 Millionen. Perfekt. 3. Aber alle haben sich verbessert, ne? Plus 1 immerhin. In der Halbserie? Hihi. 2,3 Millionen euch bezahlt, Jungs. Wir werden abkassieren mit dem. Wir werden abkassieren. Wir gehen rein. Siegprämie können wir noch einstellen. Boah, Chelsea ist ein Brocken. Nein! Nein! Tonali, wen haben die denn alles gekauft? Chat, wen haben die alles eingekauft? Was ist das denn? Angelo! Bam! Unentschieden in London. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit.
können wir mitarbeiten. In Anbetracht, dass unser bester Standardschütze nicht mit im Spiel war, ne? Barcelona gewinnt. Pino, ey, der Jeremy. Jeremy Pino. Verzichtet auf Option, Bartra? Ja gut, ist nicht schlimm. Oh. Bielefeld, Leverkusen, Bremen. 7 Punkte reichen. 7 Points. 56 Millionen, Real Madrid. Junge. 100 Millionen will ich haben. Okay, die sind dann weg. Das passt aber auch, weil wir die anderen halt gut etabliert haben, ne? Zweite gewinnt 4-0 gegen Dortmund. Kacke, ey! So eine Scheiße! Ja, sicher, willst du dich verarschen oder was? Anrich 4-5, stabil. What? Hey, was ist jetzt los? Gib es doch gar nicht. Was ist denn jetzt passiert? Super toll. Der Typ hat auch einfach nur einen Marktwert und das war's, ne? Kann das sein, oder? Nunes! Mach nicht nur einen Sturmtank! Ruhe da! Sturmtank! Ramsey! So läuft's hier! Mister, ich weiß doch, was ich hier mache. Klar. Paul Will macht auch noch eine Hütte und Nunes! Bam! Am Betzenberg sind wir eine Macht! Nunes, Torvorlage. Der Mann wird uns 2 Titel holen. Der holt uns 2 Titel. Und im Finale gegen Barcelona, Junge. Wer ist denn dieser Pino hier? Kaiserslautern gegen Barcelona. So, Wellness wird auch nicht mehr ausgebaut. Schnauze voll von den ganzen Verletzungen. Wir machen Fanartikel, Jungs. Wir werden den Pokal holen, da brauchen wir Fanartikel. Hochwertige auch. Mehil Erfahrungsstufe 85. Sehr süß. Beckham Erfahrungsstufe. China, Ukraine, Australien. Zweiter hat 1-0 gewonnen. Die müssten aber Meister sein, glaube ich. Passiert nichts. 18 Millionen Markwert in der zweiten. Warte mal, ich wollte mal gucken, was der Statistik hat. Ist okay, ne? Ist nichts Krasses jetzt, aber ist in Ordnung. Gegen Leverkusen. Ja, jetzt hier aber nicht abkacken in der Liga, ey. Bruder! Dortmund gegen Stuttgart. Stuttgart ist sicher abgestiegen und wir gegen Bremen. Beide sicher abgestiegen. Bayern einfach Euroleague, ne? Bayern einfach Euroleague. Dass der sich auch wieder verletzen musste, ne? Fehlt natürlich auch. Super. Gegen Bielefeld Meisterschaft verspielt. Wer vor der Saison auch nur ansatzweise den Gedanken hatte, dass wir um die Meisterschaft die ganze Saison mitspielen, nee. Bei aller Liebe nicht. Wir beenden safe als Platz 2. Absolut gestörte Saison. Absolut gestört. Mit dem Pokalfinale in der Euroleague. Erste Mal international. Wir laufen direkt durch. Und dauerhaft im Meisterschaftskampf drin gewesen. Also überragende Saison. Geht halt nur besser, wenn du beide noch holst. Und das wäre komplett gestört. Müssen wir ganz klar so sagen.
Hector, Abschiedsspiel gegen Bremen. Hätte ich normalerweise gemacht, aber nicht, wenn wir noch eine realistische Chance haben oder eine Chance noch da ist, dass wir noch Meister werden können. Da kann ich den Bill jetzt nicht rausnehmen. Last Chance. Elmar Saui. Ich wusste, warum ich die aufstelle. Klar. Lovric, Zakidou. Form mitnehmen. Nunes, Abfahrt. Beckham, Abfahrt. Paul, Abfahrt. Ich muss jetzt Form handeln. Wir müssen jetzt Form handeln. Für das Pokalfinale. Wir müssen jetzt Form handeln, Jungs. Romeo Beckham, Mann! So sieht's aus. Und nicht anders. Nunes! Thüram, Beckham, Vorlage! 5-0! Bitte, bitte, bitte! Bitte! Beckham, Tor, Vorlage. Nunes, Tor. Musau, Tor, Vorlage. Thüram auch nochmal genetzt. Lovric genetzt. Rebiger will mit den Vorlagen. Chat, ich gehe eben pinkeln. Macht eine Wette. Meister, ja oder nein? Macht eine Wette, ja. Sind wir Meister, ja oder nein? Dortmund muss unentschieden gespielt haben oder verloren. Gegen den Tabellenletzten. Wir haben gegen den Vorletzten gespielt. Wir sind Meister! Ja, Mann! Dortmund unentschieden! Nunes schießt uns zur Meisterschaft! Nunes, Junge! Weil der Nunes den Deckel gegen Dortmund drauf gemacht hat. Deswegen sind wir jetzt hier Meister! Und jetzt holen wir noch den Pokal. Jetzt holen wir noch die Euroleague. Wir holen noch die Euroleague. Ja, Mann! Und die Alerts haben absolut gar keinen Bock hier auf ihr Leben. Schön. Wir haben schon viele Stories gehabt mit Thialand bei Schalke. Aber die Story, die kannst du dir nicht besser ausdenken, ne? Diese Nunes-Storyline in der Karriere hier. Also, er macht den entscheidenden Treffer gegen Borussia Dortmund. Und das sind genau, ist genau die Punkte, die denen fehlen jetzt, ne? Die fehlen denen. Wer hat das 1-1 gegen Stuttgart geschossen? Führich. Und der Torwart mit der Vorlage. Führich bekommt einen Kasten. Safe. Und guck mal, wann der den macht. In der 76. Und Dortmund dann absolut bekloppt, kaputt gewechselt, weil die dachten, der Punkt reicht uns. Der wird reichen. Ist das geil. Gute Defense. Nur Bayern war besser, aber mit einer guten Defense kommst du maximal in die Euroleague. Haben wir doch wieder gelernt. Champions League. Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, die kriegen 5 volle Sterne. Boah, ey, und er hier auch, ne? Den habe ich für den zweiten geholt. Der kam von Kickers Offenbach. Er war am Ende des Tages einfach unser bester Stürmer, ne? Und in der Kombi, knapp 30 Tore, beide Stürmer, kann ich mitleben. Und da sind die Flügel ja noch nicht mit drin, ne? Mannschaft des Jahres. Paul Mannschaft der... Nein! Ich hab mich verdrückt, Paul. Ich hab mich doch verdrückt. Mannschaft des Jahres, einfach alle von uns. Durm nochmal Mannschaft des Jahres. Den Bass Mannschaft des Jahres. Paul war einfach Mannschaft des Jahres. Und ich beleidige ihn. Ich hab ihn beleidigt. Er ist auch einfach Mannschaft des Jahres. Bester Mann, herzlichen Glückwunsch. National Prestige haben wir jetzt auch einen Boom gekriegt. Wann kommt die Auf- und Abwertung? Nach dem Spiel erst, ne? Auch erster. Davy Selke? Ja, bester Torwart. De Bast, bester IV mit Bobmann zusammen. Mehil, Ramsey, Angelo, Thielmann, Durm. Robert wieder Weltklasse. Paul dahinter. Ulrich. Rebiger war halt verletzt. Aber hier kriegen wir keinen rein, ne? Aber Nunes, Junge! War deine Saison. Plus 2 kriegt er. Paul plus 2, alles klar. Plus 2 natürlich. Das ist Frechheit. Plus 2, sehr gut. Zweiter Frühling. Krieg ich echt zweiter Frühling? Boah. Bisher sieht es sehr gut aus. Kein Verletzungspech bei ihm, auch wichtig. Das kriegt er halt.
Ja. Ja, Bruder, der war maximal scheiße. Der hat nur Marktwert. Ohne Spaß. Der hat nur Marktwert, das war's. Plus 2, ja sicher. Plus 2. Plus 1. Plus 2. Plus 1. Auf- und Abwertung war echt stabil. Sehr, sehr stabil. Meister! Kein Beckham. Kein Beckham. Es ist eine Frechheit. Es ist eine absolute Frechheit. Kein Beckham-Ball. Das ist ein Witz. Das ist ein absoluter Witz. 4,5. 5,5 volle. Kohl müsste auch 4,5 haben. 4,5. Kein Beckham bei. Fuck mir doch schon wieder ab, ey. Das ist doch kacke, ist das. Und Paul direkt verletzt hat er auf- und Abwertung, ne? 9 Tage. Mann, doch nicht im Pokal jetzt. Hofmann stand da auch? Nee. Stand da Hofmann? 5 volle. 5 volle auch. Klima, hat der Klima? Überraschungsmannschaft der Saison, Kaiserslautern mit der Meisterschaft. So muss das sein. Lotka Platz 3, immerhin. Hätte er sich nicht verletzt, wäre der Platz 1. Waldhof Mannheim, zweite Liga. Ja, gucke mal an. Und Nürnberg bleibt drin. Erste Mal gefühlt, dass der Drittligist gegen den Zweitligist gewinnt, ne? Appell an Fans brauche ich nicht machen, weil wir eh nicht Dings. Wir spielen ja eh in einem neutralen Stadion. Bringt uns nichts. Das Spiel will uns aber auch nochmal richtig, richtig bumsen, ne? Nur noch verletzt jetzt gerade wieder. Welcome eine Saison, ich weiß. Das ist für ein Arsch jetzt. Bisher nur dritte Liga gespielt, jetzt Euroleague-Finale. Ja, was denn? Kann man doch mal machen. Auch mal machen. Mir sieht das so aus, als wenn er das kann. Dann gehen wir rein. Könnt ihr die letzte Wette machen? Macht die letzte Wette. Sieg oder Niederlage? Ja, der Masau ja auch von dritte Liga in Dings ins Finale. Das stimmt. Wir haben den von Offenbach geholt. Für 8 Millionen. 53% auf Ja. Das wird ja jetzt was. Heute werdet ihr Geschichte schreiben. Mannschaft muss gewinnen. Ah, weiß ich nicht. 2-Kampf. Wir wehren uns! Was ist hier los? Schade. Wäre auch ein bisschen zu viel des Guten gewesen, glaube ich. Ah. Barcelona. 3-2, aber ey. Stabile Leistung. Wir lagen sehr, sehr früh 2-0 hinten. Ah, ist belastend, aber der Sturm hat nicht funktioniert irgendwie. Also, gerade von jemandem wie Thuram erwarte ich hier einfach eine bessere Leistung. Ah. Egal, trotzdem überragende Saison gewesen. Und die haben ja auch keinen schlechten Kader, ne? Schon eine gute Truppe, ne? Weil alles so mit 1 Milliarde Schulden möglich ist, ne? Theo Hernandez haben die auch noch geholt, ey. Junge, Junge, Junge. Liam Cullen. Da macht er einfach 27 Hütten. Milik, Ansu Fati, Harry Kane. Geile Saison, du. Chat, wir können mal nach einem zweiten Co-Trainer gucken. Axel Bellinghausen. Dann haben wir einen Co-Trainer drin.
Einen Fanbeauftragten könnten wir noch mal gucken. Wobei ich glaube, da werden wir nichts finden, was man kennt, oder? Teddy de Bear kennt man. Norbert Dickel kennt man auch. Die ganzen Dortmunder hier, ne? Eins Lied bei strömendem Regen. Boah, wie viele! Itakura? Öztürk, Angelo? Eine Woche, ey, das sind ein paar, ne? Neuer Mitarbeiter, Axel Bellinghausen. Direkt der nächste hier in der Kleiste, ne? Was wir für einen Verein haben nächste Saison, das ist nie mehr normal, ne? Da kommen ja auch noch die ganzen zurück da mit ihren Marktwerte. Holland gegen Deutschland. England ist raus. Ich sag immer Holland. Meine Fresse, die wissen doch alle, was gemeint ist. Netherlands. Die Netherlands. Deutschland, Portugal. 6-1. Ey, da muss der noch ein paar Hütten gemacht haben, oder? Chat, muss er. Ein Tor macht der bei 6? Weltmeister. Deutschland, mit unseren Leuten. Wir haben Weltmeister im Kader. Chat, wir haben sie drin, die Weltmeister. Und nicht wenig. Weltmeister, einmal 50 Millionen noch oben drauf beim Marktwert. 182 Millionen Marktwert. Gefühlt der teuerste Spieler im Spiel. Da ist er drin. Jurien Timber, auch stark, ne? Da ist er drin, der Bruder. Musiala, 252 Millionen. Sehr gut. Doch nicht der teuerste Spieler. Enttäuschung Spanien, zum Glück nicht Brasilien. So, jetzt könnte noch mal was passieren. Doch, die... Nein! Wieso? Kann doch nicht wahr sein. Chat, what is that denn hier, ey? Gib es doch gar nicht. Da haben wir einen drin und der kriegt minus 2. Ich meine, gleicht sich aus. Der hat in der Auf- und Abwertung plus 2 gekriegt, ne? Plus einen Stern dazu. Holt er sich wieder. Ah, die eben immer noch bei Dortmund, ja. Selbst Bellingham auch noch bei Dortmund. Und Reiner scheint sich in dem Spiel hier mal nicht zu verletzen, ne? Dieser Jubel und der Bruch danach war schön anzusehen. Da weißt du, wie ich mich fühle, wenn ich eine Box kaufe, Sauerland? Jetzt warst du mal live mit dabei. Affengruber, der unfairste einfach, ne? Affengruber, einfach unfairer Spieler. Vor der Rückrunde hätte mir da jemand gesagt, im Saisonübergang taucht Nunes in einen der 8 Kategorien auf. Hätte ich gesagt, ja normal, in der ineffektivste. Dass er jetzt hier als der Joker auftaucht, kann man nicht ahnen. Europas Top 11, Jungs. Da noch einen drin haben, wäre big. Hier hätte einfach Lautern stehen können. Und hier auch. Ne, hier nicht, aber hier. Jugendarbeit, Bayern München. Ulrich, Europas Top 11 des Jahres. Er ist jedes Mal drin und niemand weiß warum. Warum bist du in Europas Top 11 des Jahres? Den kann man da reinnehmen. Der Rest, der ist doch wohl Flötepiep. Der Nunes muss da rein. Saarbrücken? Nein. Gewitter? Nein! Chat, wie findet ihr die Optik hier? Und an die anderen, wie findet ihr die Optik? Ey, ist auch mal schön, den FC Bayern in der Euroleague zu sehen. Mein Gott, ne, du, ey. Stellt euch doch nicht wieder so an als Bayern München-Fan. Kannst du auf dem Laptop zocken, ja. BVB haben wir vorher immer gemacht. Und dann den Laptop einfach am Fernseher angeschlossen, wenn wir mit mehreren gezockt haben. Ja, Champions League Quali muss jetzt schon drin sein. Hier gehe ich beides runter. Achtelfinale, also Gruppenphase überstehen. Hier pumpen wir noch ein bisschen rein und 103 Millionen. Man muss dazu sagen, das ist unser ganzes Geld vom Verein, was jetzt gerade in Transfers drin ist. Aber wir haben so viele Spieler, die so viel kosten und alle können nicht spielen. Ja. Und wir kriegen noch einen neuen Stürmer von den Färöers. Hier, er zum Beispiel, weißt du, 45 Millionen Marktwert. Was machst du mit dem jetzt? Oder der Jack Penn, 52 Millionen. Nicht meine Position, die wir hier großartig haben. Habe ich Bock, den noch anzutrainieren? Weiß ich jetzt nicht. Nächstes Geld, was wir mitnehmen werden. Ist so klar, dass wir das Kohle technisch machen werden. Aber wir werden gut Kohle hier kriegen. Und es ist kein Held da, ne? Wieder keinen Heldenstatus. Hey! Er ist
ist wieder back in the city. Will doch kein Bademeister werden, Jungs. Er will doch kein Bademeister werden. Er hat sich für Fußball entschieden. Wird vielleicht auch besser bezahlt. Fußballer? Weiß ich nicht. Kennen die Preise da nicht so? Nettogewinn von 17 Millionen. Na gut. Uwe! Ey, der hat auch so viel Marktwert, ne? 15-11! Ist nicht verkehrt. War das mit 12-11 oder sowas? 15-11 ist stabil. Scheint sehr stabil zu sein. Wir kriegen komplett andere Leute jetzt.